Willkommen zur vierten Forge-Folge hier auf dem Halo-Cluster. Diesmal habe ich eine 101 bzw. 2v2 Halo 4 Map für euch, auf Basis der Forge-Map Forge Island. Auf dieser Map habt ihr die Gelegenheit, euch schon mal auf Halo 5 einzustellen, da diese ganz im Sinne des Arena-Shooters erstellt wurde. Sie ist symmetrisch und sehr jump-lastig. Dazu kommt, dass die Powerwaffen durch ihre Position und Munitionskapazität gebalanced sind. Ähnliches gilt für die Scharfschützengewehre mit nur einem Magazin. Diese spawnen im 60 Sekunden Takt nach, sind jedoch an sehr angreifbaren und jump-intensiven Positionen an den Seiten zu erreichen. Zudem ist die Map im Allgemeinen sehr offen, daher sollte man sich die Struktur der Map gut verinnerlichen, um nicht in die Schussbahn zu geraten. Die bereits erwähnten offenen Spots bieten eine hervorragende Sicht auf den größten Teil der Karte. Dies kann sowohl positiv sein, als auch zum Verhängnis werden. In Sachen Jumps gibt es unzählige Möglichkeiten, einige sind im Zusammenschnitt bereits zu sehen. Für FFA-Gefechte ist die Map eher weniger geeignet, da die Spawns und auch die Möglichkeit für dessen Platzierung sehr begrenzt sind und so kommt es nicht selten vor, dass man unmittelbar vor oder hinter jemandem spawnt. Getestet wurde dies zu fünft, daher konnte man abschätzen, dass es zu viert im Team Slayer FFA, also mit farbigen Spawns, durchaus klappen könnte, da zusätzlich gelbe und grüne Anfangspots platziert sind. Ich hoffe, euch hat diese Folge sehr gefallen und wenn ja, dann könnt ihr, indem ihr unser Formular in der Videobeschreibung ausfüllt, demnächst auch eure Map hier auf dem Cluster sehen. Macht's gut, ciao!